Ein Beispiel, was immer wieder genannt wird, ist ChatGPT. Wie wird sich durch den Durchbruch von ChatGPT der Alltag junger ForscherInnen in der Forschungswelt verändern? Wahrscheinlich ist es schon so, dass wir diese Tools intensiv nutzen werden, so wie wir ja letztlich auch andere Tools im wissenschaftlichen Alltag nutzen, also Literaturverwaltungsprogramme und auch Textverarbeitungsprogramme und Ähnliches. Und das ist ja auch nicht schlecht. Aber wir sollten uns eben schon fragen, wo ethische Grenzen gesetzt sind und wo vielleicht auch problematische Verwendungsweisen dieser Tools zum Tragen kommen und uns da eben vorher Gedanken machen, bevor wir da jetzt diese Tools allzu intensiv nutzen. Ich denke, der Alltag junger ForscherInnen wird sich dadurch verändern, dass der Zugang zu Wissen sehr viel einfacher ist. Die Einstiegshürde gegenüber dem Lesen von einem Wikipedia-Artikel sehr viel geringer ausfällt. Gleichzeitig aber natürlich die Frage, inwieweit wir dieser Information vertrauen können, in den Vordergrund rückt und man natürlich letztlich recherchieren muss, so eine Art Meta-Recherche betreiben, ob die Information, die man da jetzt eben sehr einfach bekommen hat, auch vertrauenswürdig ist. Also ich denke, viele Sachen wird es einfacher machen. Also zum Beispiel viele Forscher und Forscherinnen machen auch Lehre. Ich denke, in der Lehre sind diese Modelle ein sehr gutes Tool, auch um wirklich Leute besser zu betreuen, Studierende. Einfach weil man es halt als Tool benutzen kann, sodass sie zum Beispiel interessantere Hausaufgaben machen können, besser schreiben können. Also ich denke, dass das halt diesen ganzen Prozess einfach besser und einfacher macht. Das ist tatsächlich etwas, was ich gerne wissenschaftlich untersuchen möchte. Und ich glaube, dass es sehr unterschiedlich je nach Fachdisziplin sein wird, wie sich auch die Fachgesellschaften selber darauf verständigen werden, was sozusagen gute wissenschaftliche Praxis im Umgang mit ChatGPT und ähnlichen Tools sein wird. Also ich glaube, diese KI, wie wir sie heute kennen, ist eine sehr gute Rechercheunterstützung. Das ist ja in den unterschiedlichen Wissenschaften unterschiedlich, aber das müssen alle wissen. Was ist denn bisher untersucht worden? Wo ist Literatur verfügbar? Wo sind Arbeitsgruppen, die Ähnliches tun? Und da kann eine KI sehr gut helfen, ich sag mal emotionsfrei, da einfach über das Internet, über die Repräsentanzen, über die Darstellung der einzelnen Forschungsgruppen im Netz Dinge finden zu lassen. Dass jetzt die KI da die Formel vorschlägt, die ich dann nur noch bestätigen muss als neue Weltformel. Das ist ja nach der jedenfalls jetzigen Vorstellung gar nicht möglich, weil eben Kreativität fehlt. Muss ich immer klar machen, auch beim Chatten, was die Maschine erzählt. Sie versteht es nicht. Das ist einfach mathematisch ausgerechnet Aneinanderreihung von Worten. Die klingen sehr toll und es ist erstaunlich, dass da so wenig Grammatik und Rechtschreibfehler stattfinden. Aber inhaltlich verstehen, was damit gemeint ist, und verstehen heißt ja dann entsprechende Assoziationen zu haben, das kann die Maschine jedenfalls auf heutigem Stand noch nicht. Also insofern habe ich keine Befürchtung, dass die echte Kreativität von Menschen, von jungen Forschern in Zukunft nicht mehr gebraucht wird, sondern maschinell geliefert werden kann.